Guten Abend, meine Damen und Herren. Liebe Neger. Nein, so rassistisch bin ich dann nicht, aber herzlich willkommen an alle. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Wir sind dabei, gerade ein System von den Rachni zu befreien. Beziehungsweise ist es eigentlich ein System, es ist ein Cluster. Und wir haben hier ein Dingens hinter uns. Genau, Styx Theta sind wir und wir haben Erebus hinter uns und werden jetzt nach Acheron gehen. Fliegen, fahren, also eher fliegen. Um da diesen Horchposten zu untersuchen, der möglicherweise Informationen über Piraten oder ähnliches hat. Altahe. Da kann ich landen. Grosalgen. Leichtmetall, naja. Immer näher. Dann landen wir mal auf Altahe. Mit den beiden. Das Ding brauche ich Federn, du. Wow. Hier ist ja richtig viel. Hier ist wahrscheinlich viel mehr, als die Karte hergibt. Ich bin jetzt zu faul, irgendwas zu suchen oder sonst was. Deswegen werden wir einfach direkt. Oder, naja, so direkt, wie ich es halt für richtig halte. Zu unserem Ziel fahren. Zu dem Horchposten. Ich würde ja auch auf Rachni tippen hier, muss ich sagen. Und bitte lass es kein Dreschland sein. Oh, ich habe keinen Bock auf Dreschland jetzt. Nein, ich will nicht. Hier. Frisst diese Abgase, die ich benutze, um hochzukommen. Das ist ein Fragezeichen. Das nicht auf der Karte verzeichnet war. Das ist ein Fall für Galileo Mystery, würde ich sagen, meine Freunde. Nicht wirklich. Muss ich da jetzt wirklich auf den Berg? Scheiße. Eine Asari-Kapsel. Da sind Gegner. Da hinten. Ich hab's gesehen. Ich hab's ganz genau gesehen. Brauche ich das überhaupt noch? Eigentlich doch gar nicht mehr. Wir haben doch die ganzen Materialien-Inschriften schon, oder nicht? Egal. Was war das? Da fehlen uns noch zwei Datendisks. Hier fehlt uns halt noch jede Menge andere Scheiße. Kampfzeichen fehlen uns noch welche. Was war das? Das auch. Ist das bei mir oder ist das im Spiel? Ja, es sind Rachni. Aha, das heißt, jeder von diesen Hügeln hat drei von den Kakerlaken. Obwohl es wahrscheinlich nicht gerecht ist, sie mit den Kakerlaken zu vergleichen. Oder die Kakerlaken mit ihnen, wie man es nehmen soll. Aber scheint, als wären auch hier die Rachni gewesen. Beziehungsweise sind die Rachni. Würde erklären, warum auch dieser Horchposten hier überrannt ist. Schade, ich kann das Ding nicht in die Luft jagen. Ich dachte, die hätten, wären wir mittlerweile so weit, dass man hier alles kaputt machen kann. Boom, alles gebrutzelt. Und boom. Headshot. Okay, bei sowas Großen zu sagen, Headshot ist ein bisschen ironisch, ja? Okay. Dann wollen wir mal rein. Rein in die gute Stube. Möglicherweise finden wir da ja sowas Interessantes. So ein Ding schon wieder. Aber hier können sie. Okay. Da sind auf jeden Fall die Verteidiger der Basis. Die leben nicht mehr. Aber hier rein, hier können sie sich doch gar nicht reingegraben haben. Ich meine, hier könnten sie nur, ich weiß gar nicht.
Was könnten sie hier gemacht haben? Hier könnten sie reingegangen sein, aber ich wüsste... Ah, oh, verdammt. Ich bin ein Idiot. Ein Idiot mit viel Universalgehen. Ja. Irgendein Vorteil muss es doch haben, Idiot zu sein. So, okay, das gefällt mir schon mal nicht. Das ist alles... Okay, da bewegt sich ja. Okay, das brach nicht. Hallo. Ha! Na? Hä? Schon wieder ein Stufenaufstieg? Hatte ich nicht gerade erst? Jetzt geht halt dahin. Mann. So unselbstständig, die Guten. Oh, da war was. Erste Hilfe. Ah, wir haben wieder Miguel. Hallo. Okay. Können wir wieder folgen. Warum steigen wir immer noch so schnell auf? Ich verstehe das nicht. Also das mit den Leveln in Mass Effect ist echt verdammt inflationär. Die legen nicht sonderlich viel Wert auf... Nun ja, etwas schwerer zu schaffen, Level. Ein bisschen wie bei Skyrim, wenn man den Handwerksberuf Schmieden macht oder Illusionen oder sowas. Das ist auch nicht wirklich, nun ja. Allzu gut gelöst, finde ich. Aber egal. Das sind. Also wenn ich jetzt mal raten darf, das sind Eier. Die Rachen haben mir Eier gelegt. Dann müsste ich sie in der Theorie zerstören, aber... Eier kaputt machen finde ich so richtig daneben. Die Dinger haben mir noch nicht mal was getan. Sie konnten mir noch nicht mal was tun, hallo? Ich kann sie doch nicht für etwas bestrafen? Oh. Polaris. Prodigy. Ach, das braucht sie gar nicht genau, weil sie ein Tech-Ding hat. Kann sie doch nicht für etwas bestrafen, das sie noch gar nicht gemacht haben. Nur weil sie es wahrscheinlich werden. So funktioniert das nun mal nicht im Start. Nee, in einem Rechtsstaat wie unserem funktioniert das nicht. Deswegen werde ich das auch nicht machen. Terminal. Offenbar war vor 2 Tagen ein Versorgungsschiff bei Ihnen. Die Rachni müssen Sie danach angegriffen haben. Erzählen Sie mir mehr über das Versorgungsschiff. Dieser Planet soll unbewohnt sein. Die Rachni kamen doch nicht aus dem Nichts. Augenblick mal. Diese Dinger sind Drohnen, die in unregelmäßigen Intervallen von verschiedenen Depots kommen. So können sie nicht so leicht abgefangen werden. Ich hab's. Es kam von Argos Rot. Dann gehen wir dorthin. Los geht's, Leute. Klar. Mhm, okay. Argos. Cerberus, hast du schon wieder Genexperimente gemacht und dann Dinge losgeschickt? Finde ich nicht gut. Finde ich echt nicht gut. Nee, das geht so nicht. Okay, dann wissen wir es wenigstens. Nach Argos Roh. Ich weiß gar nicht, ob wir dann hier nochmal hin müssen für Madame Duron. Aber wir können natürlich gucken, ob nicht etwas möglich wäre. Möglicherweise. So. N. Ja, wir wollen zurück zur Normandie. Und wir werden jetzt nach Argos Roh. Karte der Galaxis. Ich frage mich nur gerade, welcher Planet in Argos. Oder welches System in Argos Roh. Hydra Pinnacle. Ah, Gorgo. Ernsthaft. Die haben jetzt ernsthaft
Allen Ernstes, sie haben ein System Hydra, das andere Gorgon genannt, und dann eines Pinnacle? Wie passt das denn zusammen? Wow. Cameron. Charblou. Oder Charblou. Vectra. Carmen und Elektra. Slicker. Komisch. Ist ja gar nicht. Das ist ja langweilig. Nicht identifizierte Raumstation. Verdächtig. Sehr verdächtig. Ich hab da so meine Zweifel gerade, dass es eine schlaue Sache war, hier hinzukommen. Warte mal. Tali ist immer noch vergiftet? Wie geht denn das? Die war doch auf dem Schiff. Die war mit uns auf der Normandy. Oh, Kinners. Kommt. Bewegt euch. Die wollen sich nicht bewegen. Jetzt wollen sie sich bewegen. Wunderbar. Genau das wollte ich vermeiden. Okay. Soweit ist es vollkommen in Ordnung. Waffenspind. Ups. Mhm. Oh, 9. Oh, eine Kessler 9. Scheißegal, wir haben das Dingens hier. Hochexplosiv. Hm. Also, Oh, shit, Alter. Die Waffe überhitzt sehr schnell, aber das muss geil sein mit Dingens. Okay, kann davon zwei Schüsse genau abgeben. Hm. Scheiß drauf. Das ist doch mal geil. Das ist, glaube ich, am allerbesten für ein Präzisionsgewehr. Da schießt du eh nur einmal. Oder halt für eine Waffe, die so dermaßen Überhitzung, Anti-Überhitzung ist, dass sich das lohnt. Okay. Okay, 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 okay. Je häufiger ich okay sage, desto okayer wird es. Schade, hier sind keine Kisten. Ich dachte, die haben... haben mir mal wieder was versteckt, aber haben sie nicht. Nein. Okay. So, durch das Labyrinth durch. Hm. Wir gehen nicht in den Raum mit dem Fragezeichen. Sicherer Spind. Noch ein Spind mit leichter Dechiffrierung. Dechiffrierung, Mann. Schneesturm? Jetzt schmeißen die hier mit Dingen nach mir, die ich nicht verstehe. Aber die sich cooler anhören, als sie wahrscheinlich sind. Phönix. Phönix, Phönix, Phönix. Okay, aber wenigstens Torianer-Sachen. Na, jetzt ernsthaft. Schneesturm. 20% Ach, das ist... das ist so ein bisschen wie Kryo-Munition, halt nur geiler. Verstehe. Verstehe. Jedenfalls meine ich zu verstehen, ne? Hier ist nichts, was ich machen könnte. Das sieht nach einer Falle aus. Das sieht nämlich aus, als würde das Ding hochgehen. Persönlicher Datenrekorder für Major Elena Flores. Elena Flores? Elena Flores ist doch...
war anno 1404 die eine Dame. Oh, lustiger Zufall. Ersten Eintrag abspielen. Sigma 23 ist fast vollständig funktionsfähig. Die Baracken und Lager sind komplett und wir haben begonnen, die Munition einzulagern. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass die Allianz im Nebel patrouilliert. Die einzige Gefahr werden wohl die Piraten sein. Und wer würde denen glauben? Offenbar haben wir Platz für zwei verstärkte Schwadronen Cerberus-Soldaten. Hm. Cerberus? Diese Kerle kann ich nicht leiden. Genau, und deswegen mag ich Rex. Der ist ehrlich, der hat immer die richtige Meinung. Zweiten Eintrag abspielen. Das Paket für den Feldtest ist heute angekommen. Mir wurde gesagt, dass sie den Einheiten sehr ähneln, die auf Noveria entwickelt werden. Hm. Sie haben versprochen, dass diese stabil sind. Angeblich, weil sie in der Nähe der Hauptkontrolleinheit produziert wurden. Wir haben herausgefunden, dass einige Piraten einen Schlupfwinkel im benachbarten System haben. Wir werden sie dort wohl zum ersten Mal einsetzen. Die Hauptkontrolleinheit kenne ich. Mit der habe ich gesprochen. Den letzten Eintrag abspielen. Sie sind der Eindämmung entkommen, diese cleveren Bastarde. Wir haben sie wie Tiere behandelt, hätten sie aber eher als Kriegsgefangene ansehen sollen. Ja. Sie breiten sich aus, besteigen die Versorgungsschiffe und schicken sie an beliebige Ziele. In einer Woche werden sie sich im ganzen Cluster verteilt haben. General, wenn Sie diese Nachricht empfangen, habe ich nur einen Rat für Sie. Verzichten Sie auf die Rachni. Sie sind zu clever. Nutzen Sie eins der anderen Projekte. Floris, Ende. Zum letzten Mal. Die Geschichte kommt mir bekannt vor. Ein gescheitertes Experiment mit den Rachni. Menschen lernen wohl nie dazu. Nee. Gehen wir. Okay. Oh, was? Oh, und jetzt kommen noch mehr Rachni. Nee. Moment. Das stand aber nicht immer mal aus. Was Rach? Da komme ich nicht lang. Ja, jetzt killt die Dinger halt, bevor sie mich kriegen. Problem bei der Überhitzung. Ich muss halt jetzt echt ganz genau aufpassen, dass ich nicht überhitze. Weil das wäre halt mega scheiße. Upsi. Ach, scheiß drauf. Ich hätte mir diesen Weg doch merken sollen, ne? Jetzt sind hier auf einmal überall Sachen dran, oder was? Savon. Ja. Eben nichts, aber jetzt schmeißen sie mir eine Sache nach der nächsten. Oh, ich bin dumm. Schade. So, was habe ich jetzt gefunden? Savon. Oh, geil. Einfach nur geil. Ja, ich möchte da nicht drauf bleiben. Das Ding geht jetzt in die Luft. Blub. Muss ich jetzt nicht eigentlich nochmal Madame informieren? Warte mal. Ist ja noch irgendwas? Nö. Nehme ich nicht an. Das heißt, ich werde trotzdem nochmal nach Stückstäter, um zu gucken, ob sie jetzt. Ob ich ihr irgendwie eine Information zukommen lassen kann oder so. Und ich würde sagen, dann beenden wir die Folge auch, weil wir schon längst überzogen haben. Meine ich. Kann sein. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ist mir auch relativ egal. Ja. Blub, 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 blub. Und ansonsten, wenn wir damit fertig sind, gehe ich auf die Pinnacle. Dann muss ich auf die Pinnacle sogar. Ich habe keinen Bock drauf, aber ich werde es tun. In den nächsten Folgen werden wir uns dann eben mit der Pinnacle-Station beschäftigen und hoffen, dass es gut wird.
Und noch ein Fokum. Was wundert mich das? Gar nicht. Es wundert mich so gar nicht, dass hier noch eins ist, was ich nicht mitgenommen habe. Ja, hoch, hoch, hoch. Was ist das? Palladium. Das hatten wir das schon mal? Ich glaube einmal oder so. Jedenfalls nicht mehr als einmal. Sie haben ein großes Palladium-Vorkommen entdeckt. Sie sind der Größte. Gehen Sie über los und ziehen Sie 400 Mark ein. Damals noch Mark, jetzt ist es ja allgemein. Ist es immer noch Mark? Ich weiß gar nicht. Ich weiß, dass bei dem Monopoly, das wir haben, das immer noch Mark ist. Ja, ja. Lieutenant Durand, ich habe eine neue Nachricht für Sie. Wir sind okay, Commander. Okay. Sie sind ein verdammt guter Soldat. Ja, danke. Ich wollte halt nur nett sein, aber okay. Dann werden wir zur Pinnacle und ich werde die Folge beenden. Ja, 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 auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Pinnacle-Station. Ja, will ich. Wumm. Pinnacle. An Bord gehen. Okay. Wunderbar. Dach. Hier werden wir dann also loslegen beim nächsten Mal, in der nächsten Folge. Wir werden alles machen. Ich werde mich durch alles durchbeißen, auch wenn ich keinen Bock habe. Da es bis dahin aber noch ein bisschen ist, sage ich jetzt schon einmal, es hat mir wieder einmal Spaß gebracht. Tschüss und auf Wiedersehen.